Servus und willkommen zu den Zeiten im Englischen. Fangen wir doch gleich mal an. Diese Zeiten kennst du wahrscheinlich schon. Grundlegend unterscheiden wir zwischen der Gegenwart, der Zukunft und der Vergangenheit. Und damit du ein bisschen eine bessere Übersicht darüber hast, ist dieses Übersichtsblatt unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Simple Present, der Gegenwart. Erstes Beispiel, every morning I eat breakfast. Das fett markierte Verb interessiert uns und du siehst hier, es ist eat. Und das ist die Grundform des Verbes to eat. Eine Ausnahme kennst du und die kennst du mit Sicherheit aus der Schule. Merksatz he, she, it. Das S muss mit, so blöd er ist, so gut kann man sich's merken. Wenn es um die dritte Person Singular geht, also he, she oder it, dann musst du zur Grundform des Verbes ein S hinzufügen. Ja, das Simple Present verwenden wir nicht, um Sachen auszudrücken, die gerade jetzt passieren. Dafür gibt es das Present Progressive, Link oben drin. Das Simple Present verwenden wir, um Sachen auszudrücken, die häufig oder wiederkehrend passieren. Signalwörter dafür sind zum Beispiel every morning, every day, every week, usually, never, often. Du kannst mit dem Simple Present sogar ausdrücken, dass etwas in der Zukunft passiert. Dann ist es aber hilfreich, wenn du Wörter wie tomorrow, next, year hinzufügst, dass man weiß, dass es sich um was Zukünftiges handelt. Im Deutschen sagst du ja auch, nächste Woche fliege, Präsens, ich nach Amerika. Aber da hilft es schon, wenn du sagst, nächste Woche. Genauso ist es im Englischen auch. Nächste Zeit, present perfect. I have walked too far, my feet hurt. Have walked ist hier unsere Verbform. Also have oder has plus Verb plus ed. Ja, wenn das Verb jetzt unregelmäßig ist, ist es auch nicht sonderlich viel schwieriger. Beispiel, he has lost his keys, he cannot get in. Have oder has plus dritte Verbform. Bedeutung des Present Perfect ist eine Handlung in der Vergangenheit, die zwar dort passiert ist, aber Auswirkungen auf jetzt hat. Zum Beispiel, he has lost his keys. Ja, das Verlieren der Schlüssel ist vorbei, aber der Schlüssel ist weg. Er kommt nicht durch die blöde Tür durch. Oder, I have walked too far, my feet hurt. Ja, Ganga ist vorbei, aber weh tun's mal eine Weile noch. Ein längeres Video, das dir das genauer erklärt, verlinke ich dir oben. Signalwörter für das Present Perfect sind since, for, already und yet. Weiter geht's mit der Vergangenheit, dem Simple Past. Yesterday I played football. Played, also Verb plus ED. Unregelmäßige Bildung gibt's auch. He bought a bike yesterday. Bought, also die zweite Form bei unregelmäßigen Verben. Das Simple Past drückt aus, dass Handlungen in der Vergangenheit geschehen sind und die vorbei sind. Die haben auch keine große Auswirkungen auf jetzt mehr. Signalwörter sind zum Beispiel yesterday, last week, 2 weeks ago. Statt 2 weeks kannst du natürlich auch 2 years machen. Ago ist hier besonders wichtig. Weiter geht's mit dem Past Perfect. Before I took the test, I had learned my vocab. Had learned. Also had und Verb und ED. Unregelmäßig, before I went to school, I had eaten breakfast. Had eaten, also unregelmäßig, had und dritte Form. Ja, mei, im Endeffekt ist halt wie present perfect, nur statt have oder has halt had. Bedeutung ist, es ist die Vorvergangenheit. Das heißt, zwei Handlungen sind in der Vergangenheit, eine Handlung ist im Simple Past und die andere ist im Past Perfect. Das Past Perfect kommt vorher. Fürs Past Perfect und Simple Past gibt's ein extra Video, ist verlinkt. Signalwörter gibt's keine wirklichen, aber du kannst ein bisschen gucken, ob es zwei verschiedene Handlungen in der Vergangenheit gibt, die aufeinander folgen. Meistens deutet Before und After darauf hin, aber du kannst nicht so wie beim Simple Past sagen, last week, Simple Past, 1000%ig. Das gibt's hier nicht. Vergangenheit, fertig. Weiter geht's mit der Zukunft. Ja, und die Engländer haben aus irgendeinem Grund zwei Zukünfte und du als Schüler musst aus einem mir noch weniger erfindlichen Grund den Unterschied kennen. Den kennen nämlich die meisten Engländer nicht mal. Nichtsdestotrotz, fangen wir an mit dem Will Future. It will rain soon. Will rain.
Also will und Verb. Ist halt wie im Deutschen. Es wird regnen. Wird regnen. Will rain. Du kannst es auch abkürzen wie hier. I'll go home now. Also hast du LL und Verb. Bedeutung des Will Future sind so spontane Entscheidungen wie, hey, das könnte ich jetzt machen. I'll go home now. Vorhersagen, das ist so die Wahrsagerin mit der Glaskugel. Ja, es könnte regnen. Reichtum wird dich befallen. You'll get very rich. Und Vermutungen. It'll rain very soon. Dein Opa, der sagt, ich spüre Knöchel. Signalwörter für die Zukunft gibt es wie beim Past Perfect nicht wirklich. Aber Wörter wie tomorrow, soon, next year zeigen an, dass es halt Zukunft ist. Und da musst du halt überlegen, will future oder going to future. Hängt von der Bedeutung ab. Schauen wir uns doch gleich das going to future an. I'm going to visit my friend next week. Am going to visit. Also eine Form von to be, die zur Person passt. Going to und Verb. Wenn das jetzt nicht I am ist, sondern we are going to fly to America next year. Also are going to fly, also wieder eine Form von to be in dem Fall. Are going to und das Verb. Ja, anders als das will future, das spontane Sachen ausdrückt, drückt das going to future feste Pläne aus. Vorsicht, Fahrpläne sind nicht im Going to Future. Auch dein Stundenplan ist nicht im Going to Future. Dafür gibt es das Präsens, weil das wiederkehrende Sachen sind. Ja? Also, the train leaves at 8. Signalwörter, wie auch gerade schon gesagt, gibt es keine spezifischen. Du musst einfach gucken, ist es Will Future, ist es Going to Future. Und du musst dir drei Sachen merken. Erstens, wie heißt es und wie wird es gebildet? Ich habe das echt oft auf irgendwelchen Schulaufgaben, dass ich draufschreibe, Verben im Simple Past oder Present Perfect und dann schreiben die ganz andere Zeiten oder bilden die falsch und ich denke mir, ja, Alter, hast du nicht einmal gelernt, wie das Ding heißt, ja, wie soll es dann gehen? Zweitens, die Bedeutung der Zeit. Was bedeutet das für den Satz, wenn der im Present Perfect steht, dass der Auswirkungen auf jetzt hat? Und drittens, Signalwörter. Welche Wörter zeigen dir welche Zeit? Und das Ganze ist wichtig, weil deine Lehrer dich natürlich nicht reinreiten wollen. Die wollen sehen, dass du erkennst, was die Bedeutung meint oder was da für Signalwörter drin stehen und dann entsprechend die Zeit einsetzen kannst. Ja, und wenn du das kannst, dann ist fast jede Mixed-Tenses-Übung, wo die Schüler meistens Mixed-Tenses machen, total easy. Weil dann kannst du bei der Mixed-Tenses-Übung einfach sagen, Signalwort, Bedeutung, Zeit, bumm, fertig. Und wenn du das gelernt hast, fällt dir das auch so leicht. Danke fürs Zuschauen. Servus.